Ey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein. Jetzt geht's los mit dem Video. Hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Es bleibt spannend, Folge 102, Leute. Ich gegen den Großmeister, der Großmeister gegen mich. Ja, was soll ich sagen? Die letzten zwei Partien waren nicht gut. Ich muss wieder in den Schachgrind reinkommen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen wieder vermehrt gespielt, allerdings nie nüchtern. Ich habe gerade festgestellt, wenn man nicht nüchtern ist und Schach spielt, das hilft auch nicht wirklich. Also ich muss da nochmal ein bisschen lehrbuchmäßiger ran. Es steht 101 zu 0, aber es kann alles passieren jetzt. Und ja, wir versuchen unser Bestes. Vor 2200 Leuten, immer waren es noch doppelt so viele. Schach, die Leute lieben es. War das schlau, auf Schach direkt zu gehen? Nikola war nicht schlau, ne? Ich sag nix. Ja, aber du hättest was sagen können. Alles gut, rein da. Besiege ihn, dann gucken noch mehr Leute zu. Was machen wir, was machen wir? Was machen wir? Also wir haben die Option zu schlagen, wir haben die Option den zu spielen, den zu spielen, den zu spielen. Es sind wieder drei Optionen. Er hat es mir bestimmt irgendwann mal gesagt. Und ich weiß es nicht mehr, welches die beste war. Welches war die beste? Ich habe das Gefühl, der hier ist nicht gut, weil er blockiert das Feld für meinen Springer. Der hier ist auch nicht gut, weil er den blockiert. Ich nehme den Springer. Das wird dumm. Wir könnten jetzt hier offensiv gehen, dann kickt er mich weg. Ich schlage. Weiß ich nicht. Den hier, der ist doppelt geschützt. Das bringt mir auch nicht viel. Den auch doppelt angegriffen. Das gefällt mir nicht. Ah, das war dumm. Wenn ich dahin gehe, geht er dahin. Dann verscheucht er mich wieder. Oder er fesselt mich. Es ist schon gleich wieder so kompliziert alles. Was ist, wenn ich hier hingehe? Wenn er schlägt, schlage ich seine Dame? Nein, das bringt nichts. Ich hasse die Eröffnung gegen Großmeister. Ich hasse es so sehr. Man muss so genau überlegen und trotzdem ist es falsch. Wenn ich Springer spiele, er kommt. Da.
kann ihn die Scheißmitte einfach nicht streitig machen. Es nervt mich so krass. Jeder Zug ist jetzt schon dumm. Keine Ahnung, ey. Scheiße, er ist halt auch einfach Experte. Er ist einer der weltbesten Schachspieler im Bereich der Eröffnungstheorie. Er war Sekundant von Magnus Carlsson nur wegen Eröffnungen. Deshalb komme ich auch in den ersten 6-7 Zügen nie auf irgendwas. Aber du bist Quake-Meister. Ja, aber er will ja nicht Quake spielen. Ja, den verteidigt er jetzt hier. Wenn ich jetzt schlage, schlägt er zurück. Wenn ich den schlage, schlägt er da zurück. Den kann er immer noch nach vorne machen. Das gefällt mir nicht. Will dieses Feld hier verhindern, mehr Besseres fällt mir nicht ein. Das Zentrum habe ich eh schon verloren. Könnte überlegen, hier zu flankieren. Bringt mir das was? Wahrscheinlich. Ah, noch lebe ich, Leute. Denkbar sowas hier, wenn er schlägt. Ach ne, er hat ja hier auch noch. Was hat er denn damit vor? Er weiß ja, ich kann hier relativ easy den Läufer reinstellen. Ah ja, ich sehe. Scheiße. Fuck. Das ist eine Tschüss-Läufer-Situation, oder? Ich kann nichts dagegen tun. Scheiße. Habe ich nicht gesehen. Hätte ich doch erst rochiert. Ich stehe in der Zwischenstelle. Er schlägt. Shit. Shit. Das war es schon wieder. Immerhin 9. Zug. Es ist so frustrierend, ey.
Es ist so frustrierend. Ich hab schon keinen Bock mehr. Also auch der will einfach weggesnackt jetzt hier. Ich kann eigentlich aufgeben, es ist... Jesus Christ, ja. Geil. Ich blitze jetzt die Sachen. Schon 5 Minuten nur noch. Kann man mit IQ von 75 auch guter Schachspieler werden? Keine Ahnung. Hat Herr Gustafsson den 2. Platz im Neckermann Street Fighter 2 Turnier gemacht? Das ist doch hier die Frage. Nein. Aber er hat ja auch nicht behauptet, dass er das kann. Ich habe ja gesagt, ich schaffe ihn. Einmal. Schlage ich den dann hier mal zurück. Ah, zu schnell. Kein Bock mehr. So. Den Turm auf C7 zu schlagen, um die Rochade zu verhindern.
So, so. Analyse. Ich habe hier grafisch nicht sehr viele Möglichkeiten. Wieso höre ich denn so schlecht? So leise, der Jan. Kaum hören. Bauernhard D4, Bauernhard D5, Bauernhard C4. Hier, das kennen wir schon, Springer F6, kein guter Zug, denn nach C schlägt D, Springer schlägt D5. Habe ich schon das Zentrum, ich habe die beiden Bauern hier im Zentrum und der Bauer wird nach... Ich sag doch, es war wieder mal falsch. Springer einen Tritt geben. Es war schon der zweite Zug, war schon falsch. Daher besser an dieser Stelle ist, für Anfänger würde ich mal zu dem Zug E6 raten, mit der Idee, Springer F6 zu spielen, Läufer raus. Es ist so nervig, ey. Und auf D5 ist halt wichtig, um einen Fuß im Zentrum zu halten, mit dem Bauer zurückzuschlagen. Aber ein Springer F6, Bauer schlägt, der Springer geht raus. Jetzt ist schon nicht mehr so leicht für Schwarz. Vielleicht ist der beste Zug unter den Umständen, Läufer nach F5 und Bauer nach E4 zu verhindern. Aber auch das hat seine Tücken. Kommt Springer D2 mit der Absicht, E4 zu spielen. Also ist eine Stellung, die man vermeiden sollte. Bauer nach E6 wird gespielt. Ist eine Stellung, die man vermeiden sollte. That's what she said. Springer B6, Springer F6. Springer nach C3, verteidigt den Bauern in der Mitte. Läufer nach B4 fesselt, aber stellt den Läufer halt auf das gefährliche Feld. Läufer nach D3 und jetzt, ich hatte ein bisschen drauf spekuliert, dass kurze Rochade kommt, weil ich dann das typische Läuferopfer anbringen kann, was wir auch schon ein paar Mal gesehen haben, hier auf H7, so, und Springer G5 Schach, der König geht weg, Dame nach H5. Dazu habe ich Videos, die das in mehr Detail beleuchten, wenn es euch interessiert, guckt gerne einmal. Das Läuferopfer auf H7. Aber das ist ein typisches Muster, was hier für Weiß gewinnen würde. Das hatte Eddie, glaube ich, auf dem Zettel. Spielt deshalb Bauer nach H6. Hatte ich nicht auf dem Zettel. Die weitere Zeit verliert. Ich denke, unter Umständen der beste Zug. Hatte ich nicht auf dem Zettel. Weil jetzt Bauer nach C5. Um wenigstens versuchen, das Zentrum ein bisschen zu unterminieren. Da hätte ich wahrscheinlich Bauer nach A3 gespielt. Hier Konter. Den Läufer angegriffen. Und der Läufer hier schlägt. Schlagen mit dem Bauern zurück. Und kann dann meinen Punkt auf D4 mit diesem Bauern stabilisieren. Aber ich denke, das wäre jetzt schon gewesen. Schassen Bauer nach H6, kurz Rochade. Jetzt wieder keine leichte Entscheidung. Ich denke immer noch Bauer nach C5 am besten. Oder jetzt rochieren, wo das Läuferopfer auf H7 nicht mehr droht. Aber dann hätte ich auch ein typisches Manöver. Die sogenannte Dame-Läufer-Batterie aufzubauen, heißt es so. Ich könnte hier mit dem Läufer weggehen und die Idee ist, die Dame davor zu stellen und dann hier einen Schachmatt zu drohen, was ebenfalls für Schwarz sehr unangenehm wäre, wenn er zum Beispiel hier schlägt, dann kommt schon der gemeine Doppelangriff, Dame nach D3, greift den Läufer an und droht Schachmatt, wenn der Läufer hier schlägt, dann ist Dame H7 eben Schachmatt. Also, wie schon häufig gesagt, die Wurzel ist schon der zweite Zug. Danach ist es schon relativ schwer, die Stärke zu spielen. Gerade mit dem Der zweite Zug. Spielstärkeunterschied. Hier kriegt Schwarz seine Figuren halt nicht mehr so leicht raus. Und die Fehlergefahr ist deutlich größer. Und Bauer nach B6, auch ein Thema, was wir schon hatten. Wie gesagt, guckt da zu gerne nochmal auch an Eddie. Dieses Video, was ich gemacht habe, nach den ersten 50 Partien, die fünf großen Anfängerfehler habe ich es genannt. Da haben wir das Thema auch drin. Weil wir schon ziemlich häufig hatten, dieser Doppelangriff der Dame auf den König und den Läufer auf B4 daran ändert. Springer C6 auch nichts mehr, weil ich den mit der Dame wegnehme. Der Partie kam noch so, aber jetzt Figur mehr und viel bessere Stellung. Hier gibt es nicht mehr viel zu holen. Bauer nach A5 greift die Dame an. Wenn ich hier kein Mauswerk habe und irgendwie die Dame einstelle, dann kann man hier nicht mehr besonders viel tun. So, Eddie kämpft noch wacker, bringt ein paar Figuren raus. Drops ist gelutscht und die Verwertung, man muss sich da keinen großen Kopf machen, ich muss unbedingt was tauschen, ich muss unbedingt angreifen. Einfach normale Züge machen, hier den Bauern nicht hergeben, Figuren in die Mitte und irgendwann wird sich der Materialvorteil in so einer Stellungnahme durchsetzen. Spann nach A6, Waffe nach D6. Ob ich schon mal gewonnen habe? Ja, aber nicht gegen Jan. Alle normalen Züge sind gut. Ja, hier gab es keinen Ausweg mehr. C schlicht D Pre-Move, das macht das dann noch. Schneller, aber dadurch, dass die Stellung eh aufgabenreif ist, macht es keinen gigantischen Unterschied. Nach E schlägt D. Turm schlägt C6. Verlängert sich das Leiden auch nur ein bisschen. So, das war Partie Nummer
102. Dopamin, vielen Dank für den Sub. Und es bleibt spannend. Es geht weiter. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Beim nächsten Mal vielleicht dann. Ich bin positiv.